sieht man vielleicht auf dem Monitor vom Bildschirm. Da über dem Haus ist ein kleines Stück von einem Regenbogen. Und da war eben auch ein großes Stück von einem Regenbogen. Aber das sieht man jetzt nicht mehr. Aber da frischt jetzt die Sonne wieder raus. Wir haben ein bisschen Regen hinter uns und wir freuen uns alle sehr. Der Park war eben noch gerammelt voll. Jetzt ist es hier ziemlich leer, weil der Wind die Leute weggepustet hat. Das hättet ihr sehen müssen. Und jetzt ist es erstmal 20 Uhr. Genau da vorne steht Mama Erdes Frage. Ja, immer auf das Schöne gucken, daran kann man es immer sehen. Im Schönen fragt Mama Erde uns eigentlich in jedem Moment, ob wir sie nicht als Paradies wahrnehmen wollen. Und ich würde sagen, ja! Ja! Schon ab und an so, da haben wir schon mitgebrüllt. So. Ja, und dann habe ich heute noch eine wundervolle 8513 Aktion an Start. Ja. Und muss euch leider erzählen, dass der Matthias Jürgens gestorben ist. Schon am 1. Mai. Heute hat er ein Video darüber veröffentlicht. Also der von ihm übrig geblieben, dem er seinen Körper vermacht hat, vererbt. Es gibt zum Glück kein Gesetz, das das verbietet, also können wir das einfach tun. Wir können einfach unsere Körper nach unserem Ableben vererben, wenn wir wollen. Das ist auch üblich, die Leute machen ja dann mit unseren Körpern auch das, was sie denken, was sie für richtig halten, verbrennen oder sonst was, ne? Verbuddeln, von den Maden zerfressen lassen. Und der Matthias Jonathan Löwe, das ist das, was jetzt in dem Körper von ehemals besessen von Matthias Jürgens halt jetzt diesen Körper besitzt, hat halt heute dieses Video veröffentlicht, den Abschiedsbrief von dem Matthias Jürgens. Und der hat mich sehr inspiriert. Und als ich das gesehen habe, da habe ich mir gedacht, wir sollten eigentlich wie die Lemminge es dem Matthias gleich tun und unsere juristischen Personen sterben lassen, umbringen, töten, weg damit. Die brauchen wir nicht mehr. Wir sind nicht die in unserem Personalausweis in Großbuchstaben notiert sind, über die wir uns identifizieren. Egal wie dämlich wir uns gerade anstellen und meinen, es wäre alles in Ordnung. Und das ist halt genau der Punkt. Wir sind nicht das, worüber uns wir mit die ganze Zeit immer wieder genötigt auch werden, uns zu identifizieren. Und ich habe das Anfang 2010 schon mal gemacht. Da habe ich den Bauchi quasi mit 180 Sachen an die Wand fahren lassen. Da habe ich mich quasi von einem Ego getrennt und habe mich neu definiert. Und diese Möglichkeit haben wir im Rahmen von 8513 gerade alle. Und ich bin der Erste, der auf diesen Zug aufspringt, weil ich die Idee völlig geil finde und bringe an dieser Stelle meines Lebens den Herrn Georg Beres in mir, und das ist mein verbrieftes Recht, das zu tun, um. Und werde von hier an auch nichts anderes über Herrn Georg Beres zu berichten wissen, als dass er tot ist. In diesem Körper, ab hier, ist jetzt erstmal Jesus Bruder Bauchi drin. Das ist das neue Alter Ego, das ich durch diesen Körper hier vertritt. Ey, ich hab und das werde ich auch vor niemand anderem. Da würde ich mal vorschlagen, lass mal lassen, Junge. Ich würde mal vorschlagen, vielleicht erstmal zu gucken, bevor du überhaupt einen Ansatz davon hast, eine Ahnung zu haben, zu wissen, wovon du gerade urteilst. Ich sag ja, die Leute, ich habe gerade gehört, die haben gesagt, du willst dich juristisch töten. Nein, ich will das nicht, ich habe das gerade getan. Die ist schon vorbei. Schau doch mal einfach weiter zu. Mensch, na gut. Aber du bist doch schon tot jetzt. Schau doch einfach weiter zu. Ist doch egal, jetzt bist du tot, Junge. Das ist eben das Ding. Wenn wir so eine Sache mal machen, haben wir Zugang dazu, zu verstehen, dass wir mehr sind als eine fleischliche Hülle mit einem Namen, einem Beruf und einem Auto und einem Haus und dem ganzen Quatsch,
der uns jederzeit weggenommen werden kann. Wenn wir anfangen, so zu denken, wird man uns nie wieder etwas wegnehmen können, weil wir dann in der Lage sind, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich da ist. Und nicht das, was da zu sein scheint, beziehungsweise vor allen Dingen, was die ganze Zeit nicht da ist. Und dann haben wir auf einmal mit umsetzbaren Möglichkeiten zu tun und nicht mit irgendwelchen Dingen, von denen wir meinten, die sollten wir mal machen. 8V13 hat damit zu tun, das zu tun, was wir längst hätten mal tun sollen. So, und wer gerade meinen Tod mitbeobachten konnte, konnte vielleicht sogar irgendwie mitbekommen, dass das überhaupt gar nichts Schlimmes ist. Das Bewusstsein geht weiter. Aber was ich hier gerade für mich in Stein gemeißelt habe, das nehme ich ab hier, wie in jedem meiner Videos, alles, was ich gesagt habe, genau so wahr, wie ich das gerade wahrgegeben habe. Und damit manifestiere ich das für mich. Und ab hier ist logisch, dass meine Welt ein wenig anders aussehen wird. Ich habe jetzt hier ab diesem Moment die Möglichkeit, mich wieder völlig neu zu definieren. Und ich weiß, wie geil das ist, weil ich das schon mal ein paar Mal gemacht habe. Kann das jedem gerade nur ans Herz legen. Da ich vor 4 Jahren exakt gestern auf den Tag, am Tag der Kapitulation 2009, meinen Personalausweis bereits zerschnitten habe, kann ich das an dieser Stelle nicht mehr tun. Aber das wäre wohl das, was ich an dieser Stelle jetzt gerade täte. Denn dieser Personalausweis ist quasi das Stück Material in unserem Leben, über das wir uns gewohnt sind, in der Welt da draußen uns zu identifizieren. Und wir sind nicht diese Person auf dem Personalausweis. Als Kinder waren wir das noch nicht. Das ist etwas im Kopf zusammengebasteltes. Und das kann ich nicht erklären. Aber wer diese Schritte nachmacht, wird sehen können und sich mit anderen austauschen über die Karte und die Leute, die da drin, habt ihr jetzt wirklich überall Zugang zu den Leuten, mit denen ihr über sowas reden könnt. Tauscht euch mit denen aus. Und dann lasst uns gucken, was in diesem Füllhorn alles drin ist. So, ich habe hier neben mir ein paar Leute stehen, die die Idee auch entsprechend nett fanden. Und sich auch gerade schon völlig Gedanken über ihren Selbstmord machen. Macht es so, wie ihr es wollt. Macht es rituell. Ich hatte gerade Hilfe von jemandem, der gar nicht wusste, wie sehr er mir gerade geholfen hat, es auf eine Weise zu tun, die auf diese Weise sehr sachlich und unkomisch geblieben ist. Ihr könnt das natürlich entsprechend inszenieren. Das ist euer Tod. Macht draus, was ihr wollt. Seid kreativ. Na, nicht zögern, komm schon, es ist immer euer scheiß Leben, was er hier der scheiß Aspekt davon. Es ist ja so, schon die letzten Wochen irgendwie habe ich gemerkt, so wie alles läuft und ja, einfach so das ganze System, was einen so ein bisschen beherrscht. So, ich möchte da nicht mehr zugehören, vor allen Dingen, weil ich mir es nie aussuchen konnte, so, aber der Staat sagt einfach so, du bist dabei. Das fängt beim Personalausweis an und da ist jetzt halt für mich auch eine Grenze gesetzt, wo ich sage, ich mache das nicht mehr, ich möchte jetzt auch König, sag ich mal, wie Jesus das getan hat, über mich selbst sein und nicht, dass irgendwie eine Regierung oder so über mich herrscht. Und ja, deswegen möchte ich heute auch meinen Selbstmord bekannt geben. Ich glaube, das ist für einige ein Schock, aber René Hoffmann gibt es nicht mehr. So, ich bin jetzt der Stanley Love. Mein Beileid für alle, die gerade meinen, dass der Mensch aber trotzdem auch weg wäre. Nein, wir können diese Identitäten töten. Und ohne zu verschwinden. Genau, und okay. Ja, es ist immer noch der Körper vom René Hoffmann, den ich habe, aber ich bin es nicht mehr. Ja, daher, das war's, Leute, und ja, neues Leben fängt an, sag ich's mal so. Chaka. Cool. Gar nicht. Kann gar nicht falsch machen. Kann das gar nicht falsch machen. Tja. Mag noch jemand? Will sich noch jemand umbringen?
Du weißt es noch nicht. Ja, jeder, der heute noch nicht weiß, ob er es machen soll, kann es sich morgen auch noch überlegen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Aber jeder sollte sich auf jeden Fall mal Gedanken machen darüber, ob er diese juristische Person, die überall in Ketten gelegt ist, weiter sein möchte oder ob er sich nicht umbringen möchte und in den Himmel kommen zu uns, wo die Englein singen hinten mit ordentlich Bass im Hintergrund. Gunnar, magst du mir die Kamera mal geben? Ich glaube, der Gunnar will auch noch was loswerden. Gut, okay. Was haben wir hier Schönes? Der Gunnar geht aufs Volle. Ich habe schon voll Lärm dabei, Alter. Oh, jetzt kriegst du noch musikalische Untermalung. Voll geil. Okay, alles klar. Kannst du deinen Selbstmord rappen, wenn du willst? ich möchte euch in dem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, also ich schließe mich der Sache jetzt mal an hier, dieses tolle Ding mit dem Baphomet. Danke. Das ist sonst zu laut gerade. Baphomet hinten drauf wollen wir heute mal nicht mit uns rumtragen. Komische Energie, die rumrennt. Also, und ich kann euch vergleichsweise das hier als empfehlen. Piranha, meldet euch da mal an. Terranier.org und ja, okay. Pausenüberbrückung. Ja, das ist gut, Moment. Man kann ihn selbst mal noch feiern. Wow, ich wollte mal wissen, ob die Dinger brennen, ey. Das sehen wir jetzt. Deutsche Staatsbürgerschaft. Auf der Feuer. Doch, das geht, du schaffst das. Das soll dann selbst noch bleiben. Also ich bin leider im Flammentod gestorben. Das sieht schmerzhaft aus. Danke, da. Fucking hell, Alter. Die brennen gut, die Teile. Also, als Feueranzünder. Werde ich das sehr belohnt, Alter. Und mit sieben Blick und nicht mehr. Scheiße, Alter. Was? Schuss Identität, Alter. Ja. Ab jetzt hast du keinen Namen, kein Datum, kein Schatz mehr. Jawoll. Geil, Nummer. Ist egal, gebrennt, ist es wirklich verbrennt, ist egal, ja, bitte. Halt mal, hab ich auch noch irgendwas vielleicht? Ey, warte mal. Fucking hell, Alter. Wo ist die Scheiße jetzt weg? Verdammt! Ja. Kann ich sein. Weg mit die Scheiße. Das dauert die Scheiße immer weiter, Alter. Doch, aber eigentlich haben wir recht hier. Ich will da gar nicht mehr. Oh nein. Ich weiß nicht, ob wir damit nicht falsche Signale setzen. Hä? Nein, der Sozialversicherungsausweis, das scheiße Hund drauf, weg damit. Wer will denn, wer braucht denn sowas noch, ey? Fort damit. Fucking hell, Alter. Du kannst auch ranzoomen, du musst nicht so nah mit der Kamera ans Feuer. Das ist vielleicht immer hier, ADAC-Karte. Folgt euch. Seht ihr nicht, wenn man euch braucht. Die würde ich ja noch nicht machen. Scheiße, Alter. Packst du auch dein Smartphone rein? Scheiß auf den Scheiß, Alter. Ah, hier, Scheiße, das hätte ich eigentlich. Entschuldige, Franz, dass ich das jetzt erst mache. 4 Jahre im Verzug, aber ich habe das Ding seit 4 Jahren auch immer noch im Portemonnaie. Das ist deiner. Hiermit komme ich mal. Identitäten zu verbrennen! Ja, wenn noch seine Franz Identität ist nämlich auch schon seit 4 Jahren tot. Und. Wer hat keinen Bock mehr, eine juristische Person zu sein, der möge antreten. Wer ist es verbrennen? Wo ist deine Identität? Hier Röntgen aus, weißt du, was hab ich hier für eine Scheiße? Hast du noch einen Impfpass? Aber pass auf, der explodiert. Der explodiert, der Impfpass. Kann mal einer die Feuerwehr rufen? Hier findet eine Bücherverbrennung statt. Hier, das ist mein Personalausweis.
Wenn ich einen am Perso frage, dann kriegst du den zu sehen. Hast du da auch einen Organspendeausweis drin? Hier auch noch, voll geil. Ne? Da. Ne, Organspendeausweis nicht. In den Spenden ist es ja Standard. Ich hatte mal einen. Kostet mich angeschossen. Bonus, Herr vom Zahnarzt, ich schmeiß mich weg, ey. Was hab ich für eine Scheiße? Ich schleppe ich hier dann rum jetzt. So, tschüss, Zahnarzt. Danke, dass ihr mir meine Zähne ramponiert habt. Aber ich krieg sie wieder repariert, macht nichts. Fucking hell. Ohne euch hätte ich gar nicht rausgefunden, dass man seine Zähne selber reparieren kann. Fire. Ja, also ich finde, das ist ein wundervolles Selbstmordritual hier. Also ich bin immer noch dafür, dass wir das wie die Lemminge machen sollen. lasst uns töten und uns Abschied nehmen von diesen komischen Identitäten. Die bringen uns nicht mehr weiter, haben wir mittlerweile eindrucksvoll beweisen können. Und man überlebt sowas. Und das ist echt cool so. Ich habe seit 4 Jahren meinen Personalausweis nicht gebraucht. Und ich lebe immer noch. Scheiß auf den Euro. Yeah. Also, das ist eine Sache, die man mitmachen kann. Und ich finde das als Opfer heute wirklich wunderbar. Sieht man, was uns das wert ist. Aber ansonsten kann man auch immer noch Freuros aus dem Altpapier machen. Ja. Dann wollen wir mit diesem schönen Bild ausblenden. Super brennen. Kissenfüllung. Oder ja, das hier Ende gemacht ist. Ja. Identität, mehrere, 2 Identitäten und mehrere Euros sind hier rumgegangen bei der Scheiße. Und da kommen wir schon.